Wir haben hier einen Wintereinbruch mit glatte Straße. Die ganzen Steiger sind sehr rutschig. Man musste auch hier auf der Anfahrt hierher sehr vorsichtig fahren, dass einem im Grunde genommen nicht selber was auf der Anfahrt passiert. Wir sind schon von einem Verkehrsunfall gekommen in eine andere Steige und dann wurde uns bei der Anfahrt gemeldet, dass hier ein Viehtransporter auf der Seite liegt mit mehreren Ferkel. Der Fahrer ist Gott sei Dank unverletzt gewesen. Beim Eintreffen ist es so gelaufen, dass wir im Grunde genommen Bescheid bekommen haben, dass wir ca. 600 Ferkel im Fahrzeug drin haben. Das Fahrzeug liegt, wie man ja sieht, auf der Seite. Und die lagen also übereinander in drei Schichten. Die sind alle noch im LKW drin gewesen, weil die Ladebordwand war zu. Die haben wir gewaltsam aufgemacht und haben die dann quasi fast einzeln raustragen müssen, weil sie übereinander gelegen sind. Und dementsprechend alle auch geschrien haben. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches, was wir hier haben. Wie gesagt, wir müssen uns natürlich auch auf das Geschrei dann von den Ferkel, das war schon sehr, sehr belastend. Die meisten, ca. 500, etwas über 500 Schweine oder Ferkel haben im Grunde genommen überlebt. Die sind dann in diesen Gattern drinnen und haben quasi auf den Abtransport gewartet. Und die restliche wurde vom Veterinäramt für tot erklärt oder wie man da auch immer bei Tieren sagt oder gegebenenfalls auch eingeschläfert. Na gut, jetzt kommen zwei Kran, wie gesagt von beiden Seiten und ein Abschleppunternehmen und dann wird der LKW wieder auf die Räder gestellt und dann muss man mal schauen, was ein Schaden da ist, ob man abschleppen muss oder gegebenenfalls vielleicht auch noch fahren kann. Das sind mit Sicherheit solche Einsätze, wo man noch lange drüber nachdenkt. Ja.